antworten. Aber Sie versprechen mir dann über Fremdgehen. Ich verspreche Ihnen alles nachher. Es gibt immer, es gibt Erfahrungen in der Sexualität und in der Beziehung und in der Ehe, die das Ideal und Wirklichkeit manchmal tödlich kollidieren, mhm, bis zur Vernichtung. Da versucht man immer mit, die 68er, die Aufklärung hat gesagt, wenn wir alles frei machen, dann wird alles gut. Nicht mehr der Muff der 50er Jahre, wo es zur Doppelmoral weggedrängt wird. Und die haben sich aber im Detail alles erzählt. Ja, natürlich. Die Detailerzählung haben natürlich zu großen Tragödien geführt, weil es gibt in Beziehung keine Gleichzeitigkeit. Ich habe diese armen Frauen erlebt, die tapfer anhören mussten, dass der Mann sagt, so Frieda, wir gehen heute mal richtig fremd, ich mache es extra parodistisch, wir haben doch keine Tabus. In dem Moment wollte sie das aber ganz und gar nicht. Das kommt bei ihrer Heldin auch zu. Jetzt vergessen Sie mal die Heldin. Jutta Ditfurth hatte die, Entschuldigung, aber ich will wirklich gerne mal die in Heldin der Realität. Ist ja, warum ist das Buch so ein Erfolg? Wir reden jetzt darüber, welche Sexualmoral in diesem Land in dieser Zeit herrscht. Und da gehört das ja mit dazu. Und ich würde trotzdem gerne das aufgreifen und fragen, sexuelle Revolution. Sie haben es als junge Frau erlebt, als Studentin auch, wobei Sie 69 ich habe als Schülerin zugeguckt und wegen der, ich musste immer mit der Straßenbahn von Oberflockenbach, mit der OEG, kennt keiner, durch Heidelberg durch und hinten zu meinem evangelischen Mädchengymnasium da. Und in der Stadt beim Durchfahren habe ich immer diese Studenten gesehen und was die alles machten. Und dann habe ich angefangen, Schule zu schwänzen, um mich in Teach-Ins hinten reinzusetzen und zu beobachten, was sie tun. Ich fand das faszinierend. Das ist die politische Seite, aber die andere Seite... Nein, da spielte sich was ab, was mich total gefesselt hat. Nämlich die Macker, wie damals gesagt wurde, redeten, hielten die großen Reden in diesen verqualmten Räumen. Und die ebenso intelligenten und intellektuellen und klugen Frauen, die ich dann da kennenlernte, bewunderten die Anschlüsse und kraulten ihnen den Nacken. Ich kann das alles noch namentlich aufziehen, weil ich habe so ein furchtbar gutes Erinnerungsvermögen. Da habe ich gedacht, die reden hier von Emanzipation und dann Frauen. So eine Beziehung wie bei meinen... Na gut, meine Verwandtschaft. Viele Frauen sagen heute in der Rückschau, die sexuelle Revolution war eine Sache für die Männer. Quatsch. In Wahrheit haben die Männer sich nehmen dürfen, was sie wollten. Und die Frauen blieben auf der Strecke, mussten ein Spiel mitspielen, sagt Karasek ja jetzt auch. Es gab kaputte Beziehungen und es gab vielfältige. Mhm. Es gab Idioten, die sagten, so, ich glaube, es war Kunzelmann, weil zweimal mit derselben pennt und der fand sein Orgasmusproblem auch wichtiger als den Vietnamkrieg. Also es gab da auch Idioten. Aber es gab eine ganze Vielfalt. Und selbstverständlich haben ganz früh, nicht nur ganz junge wie ich, sondern auch die Studentinnen oder Feministinnen, die dabei waren, gesagt, es geht hier nicht um neues Konsumverhalten und ein falsches Brechen von Tabus, sondern es geht um Selbstbestimmung von Befreiung mit Grenzen, die man selber setzt. Ich muss das gar nicht. Nein, erstmal muss ich erzählen, was das überhaupt ist. Ich muss jetzt noch nicht wieder auf das Thema von Ihnen eingehen, sondern ich fand das total faszinierend. Ich kam aus einer sehr konservativen Welt. Aber das ist doch rückwärtsgewandt. Wollen wir nicht nach vorne schauen? Darf ich das so machen? Aber ich habe Sie gefragt, also muss ich einmal den Rückblick machen, bitte. So. Wenn Sie das kurz respektieren können. Und dann gehen wir wieder nach Das heißt, aus den Zwängen rauskommen, evangelisch, sehr konservativ, adliges Hintergrundmilieu, mit so Sachen, wo es schon als revolutionär kam, überhaupt drüber nachzudenken, ob ich also als Jungfrau nun in die Ehe, die ich mir nun gar nicht unbedingt wünschte, gehen würde. Und das aufbrechen zu können, da fühle ich mich durch die 68er und den klugen Teil der Feministin, nicht die durchgeknallten, reaktionär gewordenen, tatsächlich auch befreit. So. Und selber denken, selber Grenzen sagen, nee, Moment, hier, lieber Typ, das heißt jetzt für dich nicht totale Wahlfreiheit und du bestimmst, sondern ich entwickle das für mich. So, und dann stelle ich die Frage, ist das heute umgekehrt? Ist das jetzt wieder einen Schritt zurückgegangen? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, man redet ja immer nur über die Kreise, die man wirklich kennt. Also wenn ich gucke in Freundeskreisen, ganz unterschiedliche soziale Milieus, sehe ich zunehmend junge Paare, ganz liebe junge Leute, die sehr ängstlich aneinander klammern und sich mit 16 am liebsten schon heiraten wollen. Ja, genau. Auch deswegen, weil sie eine ganz große Angst vor der Welt haben, die ganz aggressiv unter Tabubruch nichts anderes als Kommerzialisierung von Sexualität versteht. Beispiel von gestern, Beyoncé Musik Award. Sie macht ihr Jäckchen auf und zeigt den Bauch dort. Ja. Tabubruch richtig heißt,
man hat kein Problem mit Schwangerschaftsbräuchen. Die werden nicht mehr verheimlicht unter irgendwelchen Säcken. Aber das beim Music Award zu machen, heißt, ich will mich in der Konkurrenz gegenüber anderen Kollegen in den Schlagzeilen durchsetzen, weil ich meinen Bauch enthüllt habe. Also da kann man die kommerzielle Seite und die befreite Seite Ich glaube, was Sisa Ditwold gerade beschrieben hat, dass man früher im Grunde genommen gucken konnte, wie definiere ich mich, wie möchte ich mich finden in meiner Sexualität, in meinen Möglichkeiten, in meinen Beziehungsmodellen. Ich glaube, dass die abgenommen hat. Ich glaube, dass viele junge Leute heute sehr verunsichert sind. Es ist die Kommerzialisierung. Ja. Viele Mädchen haben Heidi Klum, Germany's Next Topmodel, viel an Zwängen, dem unbedingt nachfolgen zu müssen. Das ist unglaublich belastend und im wahrsten Sinne des Wortes einengend. Ja. Dazu kommt dann eben noch diese Fixierung auch auf Jungen, das eingehen müssen auf sexuelle Forderungen, die in der Luft schweben. Und das macht es, glaube ich, schwieriger als früher. So, dann komme ich jetzt zum Fremdgehen. Die Realität ist, dass man dann irgendwann mal an den Punkt kommt, wenn man sich bindet. Und jetzt komme ich auf das Fremdgehen, indem Sie sagen, Liebe und Treue ist ein Mangel an Gelegenheit, Feigheit. Und was war das Dritte? Ja, und so. Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit. Das heißt also im Prinzip, die Natur möchte etwas anderes von uns. Und Sie haben es zweifach erlebt, als Täter und als Opfer. Opfer. Ja, Sie beides beschrieben auch. Ja. Und das sind reale Geschichten. Also Sie die sind schon real. Sie haben einen Kollegen mit der Frau betrogen. Ja. Sind in einem Hotelzimmer und gucken aus dem Fenster und dann geht er draußen spazieren. Ja, und das hat mir einen Stich ins Herz gegeben. Warum natürlich denn eigentlich? Kurzzeitig. Ja, weil... Also es ist doch so, man muss zunächst mal sagen, Gesellschaften funktionieren dann, wenn sie ihre Zwänge durchsetzen können. Das heißt, in der Dorfgemeinschaft war es sehr schwer, wenn die Kirche im Mittelpunkt war, fremd zu gehen. Wir leben in Großstädten. Die Süddeutsche hat vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht im Magazin, wie viel sexuelle Impulse man auf dem täglichen Weg zur Arbeit etwa empfängt. Und da kommt dann natürlich, wo die Versuchung da ist, da muss man entweder Angst gemacht bekommen, die Moral macht aber keine Angst mehr. Die Angst war auch die Angst vor der Krankheit, vor der ungewollten Schwangerschaft. All diese Ängste sind verschwunden. Stimmt. So, wir leben in verlassen einer, werden. Aber sie werden wieder ganz viel genau. Neue. Es tauchen neue Ängste auf. Sie haben das genannt. Genau. Man hat scheinbar die totale Freiheit. Aber auf einmal merkt man, wie verletzt man durch sie werden kann, wie verlassen, wie einsam. Und ich habe nur gesagt, ich stelle überhaupt nie moralische Forderungen, sondern ich beschreibe Zustände und sage dann, dass sie wehtun können dem einen oder dem anderen. Aber ich sage nicht, du sollst nicht. Ich meine, ja, aber das tun Sie als Erwachsener. Und ja, aber wir reden jetzt auch Wir reden über Erwachsene. Ich will jetzt mich nicht in einen 13-Jährigen zuliebe verwandeln. So, ich hab's verstanden. Das liegt mir also, auch. Aber wir haben eine Verantwortung, auch in welche Gesellschaft wir die nachwachsen. Aber jetzt reden wir erst über Erwachsene und ihre Sexualität. Eine ganz gute Welt der Verantwortung hineingelassen. Ich habe einen großen Sohn, der ist Generalintendant in Kiel. Ich fasse es zusammen mit der Geschichte, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. In zweierlei Fällen. Jetzt gibt es eben dann, und jetzt machen wir einen großen Sprung und nehmen mal eine These, die Charlotte Roche eben im Buch oder auch in Interviews propagiert. Warum denn nicht gemeinsam Dinge tun, die sonst der Partner alleine tut? Zum Beispiel Bordellbesuch. Also hier gibt es eine schöne Geschichte über eine Frau, die mit ihrem Mann ins Bordell geht. Wir haben jetzt mal versucht, ob das jetzt Roman ist oder Realität und haben einfach auf der Straße Paare gefragt, würden sie miteinander oder die Frau dann eben auch, würden sie mit ihrem Mann ins Bordell gehen? Das sind die Antworten. So offen bin ich nicht. Ja, wenn sich das so anbietet? Nee, nicht wirklich. Also... Das, erstmal habe ich nicht die Kohle dafür und zweitens brauche ich das nicht. Das brauchen wir gar nicht. Ja, sicher. Bin da ganz offen. Ich glaube nicht, eher nicht. Also, dann wäre der Kopf kürzer, glaube ich. Fragen Sie uns noch mal in 20 Jahren. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn man in ein Restaurant geht und nimmt sein eigenes Essen mit. Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Der Mann, der ins Bordell geht, ohne seiner Frau Bescheid zu sagen, oder die Frau, die ihm zuliebe mitgeht? Also, was haben Sie es denn eigentlich schon mal gemacht Hand. Oder nur geschrieben jetzt mal unter uns? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe recherchiert für das erste Buch und ich bin von der Szene fasziniert. Von der Bordellszene? Ja.
absolut. Dass man so, je nachdem, wo es teurer oder billiger ist. Und eben, ich mag nicht zum Beispiel Zuhälter, ja, die nee. Frauen auf den Strich schicken und dann die Kohle abgrasen. Das finde ich absolut menschenverachtend und schrecklich. Aber es gibt auch Bordelle, wo eine alte Puffmutter arbeitet, wo ich weit und breit keinen Typen gesehen habe, außer die Freier. Und ich habe eben rumgesessen und mir Notizen gemacht. Und mich fasziniert das einfach, praktisch als Einplatzhalter im Buch. Was könnte man denn machen, damit es nicht einschlägt? Das ist total romantisierend, Entschuldigung. Die harte Wirklichkeit im Pornogeschäft und im Bordell. Ich weiß, dass Leute verschleppt werden. Und ich weiß auch, dass hier in Köln die großen Laufhäuser Minderjährige rausziehen. Das ist aber nicht, was ich meine. Ich meine einen Club, der total teuer ist, wo 5 Frauen arbeiten, die weit über 30 sind, fließend Deutsch sprechen, zu Hause eine Familie haben. Und da ist eine Puffmutter. Ja, genau. Und sowas kann man nicht alles über einen Kamm scheren mit verschleppten Minderjährigen. Ja. Es gibt eben auch Prostituierte, die freiwillig da arbeiten. Aber das ist wahrscheinlich eher die Minderheit, oder? Ja, und die Normalitätswahrnehmungen können sich doch verschieben bei den Menschen. Ja, das mag ja sein. Dass viele nicht mehr nach dem leben, was sie in sich... Wenn man Grenzen testet, kann das natürlich auch gefährlich sein. Ja, natürlich. Nein, im Gegenteil. Und nein, nicht was Charlotte sagt. Das hört sich an wie Traumberuf Prostituierte. Nein. Motivierte Paare. Jetzt schreie ich aber gleich. Da wo ich war, ist das so, dass wenn ein ungewaschener, super alkoholisierter Freier kommt, dass die Frauen alle zu der Puffmutter sagen, mit dem gehe ich nicht aufs Zimmer, und dann wird der rausgeschmissen. Und das war nicht nur deshalb da, weil Sie zufällig da waren und recherchiert haben. Das nein, hätte ja sein ich hatte können. Keine, nein. Aber nicht, jetzt mal, aber trotzdem, da also jetzt unter dem Aspekt der Ehe. Es ist für mich Buch, es gibt ja auch organisierte Passagierfuhren, während das gemeinsam eben. Was macht ihr? Ja. Was könnte man denn machen als Idee? Ich bin doch auch nur verzweifelt und frage mich, wie geht das all die Jahre, sich sexuell noch attraktiv zu finden? Und dann ist es ein möglicher Weg, dass die Frau mit dem Mann zusammen in den Puff geht. Und ich frage es noch mal. Oder mal jetzt ich als Charlotte Roche würde mir ganz im Ernst Bordelle wünschen für Frauen. Ich habe mal einen Bericht gesehen in Japan. Ja? Für ganz reiche Frauen gibt es da, was weiß ich wo, in Japan halt einen Puff für Frauen. Und dann kommt man da rein und die Frau wird so gepampert. Und da sind überall so junge Typen in kurzen Hosen. Und da würde ich zum Beispiel hingehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Mal kann so man zum nicht ein bisschen so. Vorher sagen Sie, Sex ist ein wichtiger Teil der Beziehung. Und jetzt sagen Sie, Sex kann ja auch bei einer Prostituierten Sex ist bekommen. Alles Mögliche. Ja, mit Liebe verbunden oder nicht, mit Spaß, Zeit. Mit Moment. Ich habe zum Beispiel jetzt eine ganz andere Einstellung zu Sex als vor 5 Jahren. So, wir sind aber das jetzt sich bei dem Punkt. Zeit. Wieder und immer noch, wie viel Sex tatsächlich wichtig ist für eine Beziehung, was tut man dafür? Und das finde ich ja den interessanten Punkt dabei und würde es gerne mal, Herr Karasek, würden Sie jemals auf die Idee kommen, damit das Sexualleben der Ehe davon profitiert, gemeinsam mit der Frau in den Puff zu gehen? Also die Puffs heißen ja inzwischen anders und ich bin von einem sehr reichen Bekannten mit meiner Frau und seiner Lebensgefährtin, er ist übrigens ein großer Wohltäter auch der Menschheit, gesagt, ob ich mit in einem Swingerclub will. Wir wollten nicht. Mhm. Aber das haben wir nicht aus jetzt Moral. Wegen dem Paar oder wegen nein, wir wollten es eigentlich überhaupt nicht. Okay. Also ich habe einen Unterschied zu Ihnen, den ich doch... Sie sind auch ein bisschen älter mit Verlaub. Ja, nee, älter, ich war auch mal jung. Viele, das Karl Valentin sagt, schämen Sie sich, dass Sie so jung sahen. Ich war auch mal jung, vielleicht jünger als Sie. Aber ich meine, nein, der Punkt war der, das ist schon ein paar Jahre her, es gibt die Übersexualität der Gesellschaft ist ein finsteres Gerücht. Die spielt nur in der Werbung statt und bei den Happy Few, die wir dauernd in den Illustrierten vorgeführt bekommen. Die Gesellschaft ist genauso bieder und brav, wie sie es vor 100 Jahren war. Deshalb muss man, um die Ehe, das Konzept der Ehe zu retten, gemeinsam ins Bordell gehen. Jede Beziehung, also sozusagen, man kann ja auch ohne Ehe ganz lange zusammen. Ich glaube, das als Schock das gemeint wüsste. In einem ironischen Buch, das über einen Pascha spricht und über eine geplagte Selbstverletzung, erfahrene Selbstverletzung. Das ist ein ironischer Teil. Ja, aber vielleicht Buchs. Werden das viele dann doch ernst meinen, Frau Ditfurth. Ist das eine ganz befreite Sicht auf Sexualität, die eben tatsächlich dann in der Tradition der 68er erinnert mich alles eher an die, und heute gehen wir zusammen an die 50er Jahre. Es sind die Lösungsmodelle, die irgendwie die Vorgeneration, sofern sie Geld, das Geld ist jetzt ein paar Mal erwähnt worden,
wichtige Geschichte, Geld hatten, sich die Dienstleistung anderer Menschen, die ihnen auch noch gefallen haben, zu kaufen. Mhm. Also für mich hat das alles mit Sexualität, mit Spaß, mit Befreiung. Mhm. Sexualität kann so viel Verschiedenes sein. In langfristig, in einer engen Beziehung, in spontanen Beziehungen. Wenn Menschen, ich kenne solche Fälle und finde, wenn es gelingt, ist wunderbar, dass sie sagen, wir haben eine so und so Beziehung und daneben gibt es die Möglichkeit, wenn jemand anders besonders gut gefällt, auch mit jemand anders zu vögeln. Also es gibt so viele Modelle und ich würde da in keins reingrätschen. Also mit Ehe habe ich ehrlich gesagt sowieso gar nichts. Es gibt aber die in Büchern, wo zum Beispiel dann gesagt wird, und das hat mich an diesem Buch auch wieder erinnert, in 50 Jahren, mach dich doch schön, wenn dein Mann aussieht. Zieh Strapse an und ein Cocktailglas. So servier ihn irgendetwas. Mach rotes aber Licht. Aber genau das ist das es. Genauso spießig ist die Eingangsszene. Ist wenn diese Heizdecken wie in der Regel angestellt, dann weiß ich genau, das kann nur ironisch gemeint sein. Aber Herr das Herr kann Hase, nicht ernst gemeint sein. Wir sind im Jahr 2011. Charlotte schreibt ein solches Buch, wo es tatsächlich um so sehr konservativen Sex im Grunde genommen geht, wo die Frau alles tut, damit sie ihrem Mann gefällt, auch im Bett. Aber sie ist schwer depressiv. Als was wird sie gefeiert in der Gesellschaft, in der Presse? Als Missionarin, als die sexbefreite Frau. Ist das was Positives, Missionarin? Es gab mal eine Haltung, die hieß, eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Dieses ist das Gegenteil, nicht wahr? Das ist eine Frau, die sich komplett nur dadurch definiert, ob sie dem Mann, den sie liebt und den sie gerne behalten möchte, was Gutes tun kann. Sie gucken sich Pornos zusammen an, sie gehen zusammen in den Bus. Es gibt Dinge, die man unaussprechlicherweise... Ich war letzte Woche in einer mittelalterlichen Kirche in Holland und da war eine Grabplatte und da stand über eine Mathilde, sie war ihrem Mann immer eine gute Frau. So. Sie kochte ihm jeden Tag und war immer für ihn da. Das könnte auch auf einer Grabplatte in der Kirche. Das könnte natürlich auch auf dem Grabstein oder ihrem stehen. Aber der war aus dem Jahr 1641. Nicht mehr in der hinteren Hälfte des Buches. Jetzt lassen Sie doch mal das Buch weg, Herr Karasek. Es geht um Frauenbilder. Also nur um das noch mal zu sagen. Ich würde verzweifeln, wenn Frauen das lesen und denken, oh ja. Das mache ich jetzt aber auch. Was sollen Sie denn denken dann? Man soll dort lesen, wo übertreibt Charlotte jetzt, wo ist es rückwärts gewandt. Das ist aber sehr fein, ne? Ja, sehr ich doch mal hoffen, dass Leser das schaffen. Naja, ich hoffe, das ist so. Doch so, ich habe die Leser ja nach dem ersten Buch auch getroffen. Die lesen das schon richtig. Ich komme jetzt noch mal auf die christliche Sexualmoral zurück. Und zwar deshalb, weil all dieses spielt sich in der Ehe ab. Also gemeinsam Pornos, gemeinsam in das Bordell gehen. Alles um eine Ehe, was ja auch ein Institut ist, das die Kirche besonders schützt, am Leben zu erhalten. Ist das denn dann okay? Also ich finde, es geht ja nicht so um christliche Sexualmoral. Wir haben hier das eine Extrem aus einer zwanghaften Situation heraus, bricht man aus und feiert das als sexuelle Revolution. Und heute wird das frei gelebt. Und dann gibt es natürlich auch in christlichen Kreisen oder gerade in christlichen Kreisen auch sicherlich Szenen, wo überhaupt Sex nur verteufelt wird. Mhm. Ich finde, man muss ein bisschen über die Realität sprechen. Und bei uns sieht es so aus, natürlich sprechen wir über unsere Wünsche ohne Tabus. Und ich finde, zu einer gleichberechtigten Partnerschaft gehört dann auch dazu, dass der Partner oder die Partnerin sagt, ja, das mache ich mit oder nein, das mache ich nicht mit. Bei Pornografie und Prostitution kommt dann noch die andere Seite dazu, eben, dass es so ist, dass viele Frauen ausgebeutet werden. Ja? Es mag diese Nobelbordelle geben, es mag auch Amateurpornos geben, wo alle das schön freiwillig machen, aber das ist, denke ich, eher die Ausnahme. Ja? Also in den meisten Fällen ist das Frauenausbeutung pur. Ja? Und die Frauen machen das tendenziell, denke ich mal, weil sie das Geld brauchen oder weil sie dazu gezwungen werden. Es mag Ausnahmen geben, aber es ist sicherlich nicht die Regel. Und deshalb würden Sie es ablehnen? Also Sie würden nicht ablehnen, dass ein Ehepaar, egal wie verzweifelt, versucht, die Ehe am Leben zu erhalten, Sie lehnen nur quasi den kommerziellen Teil davon ab. Also es muss, denke ich mal, jeder für sich entscheiden, was für seine Beziehung gut ist. Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich mit meiner Partnerin Pornos gucke oder ins Bordell gehe. Und ich denke mal, die meisten Zuschauer können das auch nicht. Ja? Mhm. Herr Karasek, ich meine, Sie haben doch vor 20 Jahren geschrieben im Spiegel, Pornografie stellt über die sexuelle Beziehung Behauptungen auf, die allesamt auf eine Erniedrigung der Frau, auf ihre Degradierung zur Sexmaschine hinauslaufen. Ja. Ist das denn heute anders eigentlich? Ist Pornografie denn heute jetzt rehabilitiert? Nein. Und deshalb möchte ich feststellen, Pornografie ist immer noch so, wie sie war. Und sie beutet immer noch
einen schmalen Sektor aus, wo die Verheißungen für die meisten Menschen unerfüllbar sind. So. Wie? Und das war ja ein großes Problem. Also Charlotte Roche ist es eine. Ich guck keine Pornografie. Es gibt da schon ein paar andere. Überhaupt nicht. Okay. Die langweilen mich dabei. Aber wenn dann Leute die ganze Zeit Pornografie verdammen und selber die nicht gucken, dann kann man auch nicht mitreden. Was finden Sie denn an Pornografie gut? Und ich würde niemals einen einzigen Film gucken, wo eine Frau erniedrigt wird. Was ist denn Erniedrigung? Müsste man sich Vertreter Pornos in den Hotels. Wenn die reinkommen und sagen, so, du kleine Sau, du willst es doch auch, komm doch. Dann muss ich selber kotzen, weil dann ich identifiziere mich doch mit der Frau, die dort schlecht behandelt wird. Okay. Davon geht mir keiner ab. 30% der Achtjährigen gucken oder haben Kontakt zu Pornografie. Ich rede aber jetzt von dem Erwachsenenkonsum. Erstmal den Erwachsenen und dann wir können ja, aber ich bin ja jetzt eingeladen als Expertin. Ja. Für die Jugendlichen. Wir sind auch Jugendlichen sehr dagegen, und wir haben eine sehr große Verantwortung. Ja. Wir können nicht sagen, wir reden über uns. Doch, uns kann man auch gut mal. Damit oder weniger man kann auch mal über Erwachsenensexualität reden. Ja, aber reden. Ich bin ja eingeladen, auch gleich an die weil wenn es einmal sind in der Welt. Gar nicht so viel jünger als. Wenn es einmal in der Welt ist, ist es schwer rauszukriegen. Wir fangen bei den Erwachsenen an. Also wie gesagt, ich gucke keinen einzigen Porno, wo eine Frau erniedrigt wird. Was ist denn eine Erniedrigung? Wenn man offen auf das Thema zugeht, kann man sehr, sehr viele Filme finden, die richtig viel Spaß machen zu gucken. Und ehrlich gesagt kann ein Mann und eine Frau auch richtig viel lernen aus manchen Pornos. Mhm. Es gibt Hardcore-Pornos, also X-Rated, XXX, wo die stundenlang die Frau befriedigt wird, wo ich jedem Mann sagen würde, guck dir das an und mach das bei jeder Frau, mit der du Sex hast. Okay. So, und das ist richtig schön anzusehen und wunderbar und schön. Da wird das Geschlechtsorgan. Ich hatte nur mit diesen Hotelpornos für Vertreter nichts zu tun. Also das heißt, nein, die furchtbar. Muss man schon suchen. Man hat sich die Rosinen rauspickt, ehrlich gesagt. Die finde ich etwas anmaßend. Ja, aber ich meine, Sie möchten anderen Ehepaaren Vorschriften machen, wer wen wie. Aber Vorschläge. Es wird doch die Frau perfekt befriedigt. Und ich gucke das und denke, wow, tolle muss Sache. Doch keinen Porno das, das meine ich, das ist nein, schön. Also ich frage, also der klassische Porno, der die Pornografie hochhofig war, Deep Throat. Das war eine fortgesetzte Erniedrigung einer Frau. Aber wirklich, Entschuldigung, das ist Jahrzehnte. Ja, ich sage es nur. So, ja. Um nochmal dieses Argument trotzdem hinauf. Also, Ihre Tochter ist jetzt 9. Ab welchem Alter soll sie denn Pornos gucken können? Ab wann ist es denn für Ihre Seele jetzt in Ordnung? Ab 18. Okay. Haben Sie denn die Hoffnung, dass sie es schafft, bis dahin den Pornos zu entgehen? Weil das ist ja das Argument von Frau Schonbrot. Für junge Frauen Pornografie wird für Erwachsene gemacht. Aber kommt aber in Umlauf. Ja, aber bevor es Pornos gab, in bewegten Bildern, sind alle Leute, die ich kenne, in Altpapiercontainer geklettert und haben Hardcore-Porno-Hefte rausgeholt. Frau Schonbrot, was ist denn in der Schulklasse? Sie für klettern können? Ja. Und dann mussten Sie die Hefte heute müssen Sie Geld haben. Heute müssen Sie nur ein Handy haben. Aus Dänemark. Also ich denke, würden Sie denn ein internetfähiges Handy haben? Würden mit Verboten kommen Sie nicht weiter, zumal die Gesellschaft keine Vorgaben überhaupt mehr vorhält. Mhm. Sie können nur die Kinder vorbereiten, sie können ihnen zeigen, wie schlimm sie das finden. Sie können alles in ihrer Macht Stehende tun, um irgendwelche Kindersperren einzurichten und diese Dinge zu kontrollieren und im Gespräch bleiben. Es geht nur über Aufklärung. Man muss im Gespräch bleiben und sagen, ihr müsst nicht alles nachturnen, was da gemacht wird. Gut, jetzt machen wir die Klammer zu. Es geht um die Bilder im Kopf. Ja, ja, ich weiß. Ich 98% der Mädchen zwischen 14 und 17 sind angewidert von Pornos. Dr. Sommer, Bravo Studio. Von 2000. Ja, da muss man sie aber auch nicht mehr warnen. Also, die Frau, die moderne Aber Sie Junge, sehen das, in jeder Schulklasse kursiert das, in jeder Schulklasse werden Pornos gespielt in der Pause. Und deswegen ist das, was Charlotte sagt, im Grunde genommen auch eine Verharmlosung der heutigen Pornoindustrie. Ja, die Pornoindustrie ist bestimmt keine Erfindung, um zur sexuellen Befriedigung der Frau beizutragen. Aber ich sage man kann nicht grundsätzlich sagen, dass das schlecht und böse ist. Man muss sich die verschiedenen Genres angucken und dann sagen, manche davon sind Sexualität. Die Masseware. Anderes Thema. Ich glaube, dass viel Massen. Also, jetzt muss ich mal irgendwie. Weil ich kann es jetzt nicht mehr. Es ist alles richtig und einiges richtig, einiges falsch. Aber viel wirksamer
viel, viel zwanghafter, viel kaputtmachender, viel druckmachender auf junge Leute ist das, was sie mitkriegen, dass selbst der letzte blöde Computer sexy sein muss und dass sie Autos auf Messen mithalten. Das heißt, die ganze Welt ist durchwoben mit etwas, wo sie sich ständig in Vergleich setzen sollen, wo sie permanent Gefühle haben auf, ich bin auch nur eine Ware, ich habe bestimmten Leistungsanforderungen zu genügen, wenn ich das nicht tue, schon mit 14 Schönheits-OP. Dieser Zwang ist viel massenhafter, über den wird viel weniger moralinsauer geredet, als über Pornografie, die doch noch einen kleineren Teil und betrifft, auch wenn es Masse ist. Und das hat mit dem gestörten Selbstbewusstsein zu tun, was sie gar das nicht kommt dann mit rein, können, weil das der Schonraum eine, fehlt. So, das eine, sozusagen den Körper zu zerlegen und nicht mehr mitzugeben, dass es verschiedene Formen von Schönheit, überhaupt das Zuspitzen, was mich, aber das ist ja wahrscheinlich gar nicht von Interesse, was mich zum Beispiel wahnsinnig aufregt, weil es ein großer Teil von menschlicher Unfreiheit ist, diese unglaubliche Fixierung auf das ist eine schöne Frau und das ist ein schöner Mann. Diese Einengung so vielfältiger Menschen auf der Welt auf höchstens drei Modelle Weib, höchstens drei Modelle Mann. Weil so das viele ich zum Leute Kotzen. Das nicht erreichen können. Und dieser, wenn das ist eine Form von Ethnisierung, die in die Köpfe geht und die sozusagen zwingend ist und die so vielen Leuten das Leben vergällt. Also das ist das, was mich wütend macht. Wenn wir jetzt einmal schon dabei sind und wir haben es bisher noch halbwegs ausgeblendet, die männliche Welt, was denn überhaupt Einfluss auf uns hat, wenn wir über Sexualmoral sprechen. Wollen wir jetzt noch mal den Herrn Kaiser von der Hamburg Mannheimer, ist es, glaube ich, ihn nicht persönlich nicht zu Ehren kommen lassen, sondern das, was in dem Konzern passiert ist, das ist eine reale Geschichte vom Frühjahr dieses Jahres. Vielleicht hat das auch einen gewissen Einfluss auf nachwachsende Generationen. Es war eine sogenannte Incentive-Reise, die der Versicherungskonzern für die besten 100 Vertreter organisierte. Lustreise wäre treffender gewesen. Die Hamburg-Mannheimer mietete in Budapest die altehrwürdige Gellert-Therme und verwandelte sie für eine Nacht in ein Bordell. Etwa 20 Prostituierte standen den Versicherungsvertretern zur Verfügung. Über 80.000 Euro ließ sich der Konzern die Orgie kosten. Publik wurde diese besondere Art der Mitarbeitermotivation erst jetzt, drei Jahre danach. Der neue Vorstand versprach schamesrot, Sexpartys soll es nie mehr geben. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich in Ihnen eine Befürworterin dieser Party finde. Das klingt doch fantastisch. Überhaupt nicht. Männer gehen in eine Therme und 20 Frauen sind Ihnen zu Diensten. Es gab sogar Armbändchen in unterschiedlichen Farben. Und Stempel, oder? Erst Armbändchen, also es gab Frauen, die nur Hostessen waren, die hatten, glaube ich, gelb. Die roten Armbändchen waren die Frauen, die alles taten. Und weiße Armbändchen waren für Vorstände reserviert, wird kolportiert. Und dann nach jedem sexuellen Akt bekamen die Frauen Stempel auf den Unterarm, damit der nachfolgende Mann wusste, wie häufig sie frequentiert war. Damit abgerechnet werden konnte. So, ist das denn in einer, Moment, aber die Frage ist ja noch gar nicht gestellt. Ist das in einer Gesellschaft, in der es keine Tabus geben soll, was Sexualität angeht, eigentlich okay? Nee. Warum denn nicht? Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das ist total ekelhaft von der Firma. Also ich finde sozusagen, solche Sachen gehören in den privaten Bereich. Es wäre nie passiert, wenn es dort eine Frauenquote gegeben hätte. Ja, wenn 50% der Mitarbeiter Frauen gewesen wären, ich versteh's aber hätten doch nicht. Die dieses Desaster nie erlebt. Aber ich verstehe es doch nicht. So da ist eine warme Therme. Ja, aber Entschuldigung, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem zwischen dem Paar das in, oder dem Mann, der alleine ins Bordell geht? Selbstbestimmt und privat. Der, da, und die Männer, die dahin gehen, möglicherweise kommen die doch nach ihrer Logik nach Hause und haben mit der Frau dann wieder einen tollen Sex, weil sie so animiert waren. Entschuldigung, Frau Maischberger, darf ich Sie an etwas erinnern? Darf ich doch die ketzerische Frage beantwortet wissen von Frau Roche? Wo denken Sie, haben die Betriebsreisen von VW hin stattgefunden? Wenn Sie sich mal kurz erinnern. Ich habe sie ja nicht veranstaltet. Wofür denken Sie, haben Betriebsreisen je stattgefunden? Und warum wurden da keine Frauen mitgenommen? Ich frage doch nur, ob es okay ist in einer Gesellschaft, die sexuell keine Tabus haben. Wenn es auffliegt, ist es nicht mehr okay. Aber wenn es nicht auffliegt, wenn's ist nicht auffliegt, und die ganzen Journalisten, die auf Yachten im Mittelmeer eingeladen werden, für teures Geld. Ich würde es aber gerne von Ihnen wissen, wo ist der Unterschied zwischen dem gemeinschaftlichen Bordellbesuch oder der Mann alleine und diesem? Das würde mich mal interessieren. Weil die haben das doch ganz oft gemacht, eine riesige Gruppe von Männern als Belohnung für eine Arbeit, was Seriöses von der Versicherung und dann so. Da, also dann bin ich selber auch total geschockt und froh, dass ich nicht da versichert bin. Warum reden wir eigentlich nur über Bordellbesuche als Alternative zu engen, ausschließlichen Beziehungen? Im Vergleich zur Strauss-Kahn-Affäre nimmt sich das klein aus? Frau Dittwurth? Die Strauss-Kahn-Affäre ist noch mal eine ganz andere Chose, die ich hochinteressant finde. Auch in der Art, wie ich habe es ein bisschen in den amerikanischen Stellungnahmen nachgelesen. Das eine ist,
vorweg gesagt, ganz gleich, für mich ist Frau nicht grundsätzlich einfach per se Opfer. Selbstverständlich gibt es Fälle, in denen Frauen sozusagen Männer in Fallen locken oder Kinder aufzwingen und andere schaurige Geschichten. Aber in diesem Fall ist ja eine ganz deutliche Machtfrage mit verklausiert. Man hat zwei Geschichten. Das eine ist, ein Mann geht in ein Hotel und unbestritten ist, dass er vorher zwei Mitarbeiterinnen an der Rezeption und sonst wo anbaggert und mit auf sein Zimmer haben will mit dem Versprechen von Alkohol. Die lehnen höflich ab wahrscheinlich. Er geht in sein Zimmer. Später kommt eine Zimmerfrau. Und 10 Minuten, nachdem die das Zimmer betreten hat, und darüber gibt es ja verschiedene Versionen, wie einvernehmlich das gewesen sein soll, kommt sie raus, hat blaue Flecken an der Vulva oder daneben und spuckt sein Sperma auf den Teppich. 10 Minuten danach. Also welcher Ablauf muss dem zugrunde liegen, damit dieser Sex einvernehmlich gewesen sein kann? Was dann Anklage aber passiert ist, gelassen, nicht? Ja, sie gerät in... Nein, es ist nicht beweisbar, deswegen wird die Klage nicht weitergeführt. Mhm. Der Staatsanwalt, da hat sie Pech, ist ein ehrgeiziger Politiker, der endlich einen tollen Fall braucht, macht erst Riesenbrimborium, weil großer, berühmter französischer Mann, da kann man zuschlagen, aber zieht dann zurück, weil er sagt, er kann die Geschworenen nicht überzeugen, weil sie gelogen hat. Gelogen hat sie unter anderem im Asylverfahren, was ich immer verstehen werde. Sie hat gesagt, sie sei, ich glaube, von einer Gruppe vergewaltigt worden, war aber, das hat sie gesagt, das war gelogen oder jedenfalls nicht, hat nicht so statt, aber sie war beschnitten und hat nicht gewusst, hätte sie das angeführt, wäre es ein Asylgrund gewesen. So.